Das schwere Erbe von Jens Spahn. 800 Millionen FFP2-Masken haben ihr Ablaufdatum erreicht und sollen nun verbrannt werden. Ja, Sie haben richtig gehört. Ihre Steuergelder werden im wahrsten Sinne des Wortes in Asche verwandelt. Ich finde, da sollten wir doch alle mitmachen und unsere Masken auch gleich mitverbrennen, oder? Gleich geht's weiter. Ach, in der Zwischenzeit können Sie mal kurz in Ihrem Küchenschrank nachschauen, ob Ihr Salz auch schon abgelaufen ist. Ich sage nur, verbrennen. Ach, ist das herrlich. Man erzählt uns tatsächlich, die Masken wären abgelaufen und sie würden deshalb nicht mehr gegen Viren wirken. Ja, deshalb müssen sie nun vernichtet werden. Schöner Doppelwitz, nicht wahr? Als hätten die je gegen Viren gewirkt. Diese Regierung muss die gesamte Bevölkerung wirklich für endlos bescheuert halten. Warum verbrennt der Bund die Steuergelder eigentlich nicht gleich direkt? Das wäre doch sicherlich wesentlich klimafreundlicher, oder? Hey, Bundesregierung, oder einfach das Haltbarkeitsdatum etwas hochschrauben, hat doch bei der Gentherapie-Plörre auch super geklappt. 800 Millionen FFP2-Masken sollen wegen abgelaufenen Datum verbrannt werden. Das muss diese Nachhaltigkeit sein, von der immer alle Politiker sprechen. Und die Rechnung bitte an Herrn Spahn senden. Oder am besten schütten Sie die Masken direkt vor seiner Villa ab. Kann er im Winter mit heizen? Ja, ja. An unseren sich aus dem Staub gemachten Ex-Gesundheitsminister eingekauft für bis zu 4,50 Euro das Stück. Und er musste bis heute für das Desaster nicht haften. Wie so viele andere auch nicht. Danke an alle damals vom Wickeltisch geplumpsten, die ihren eigenen Untergang noch immer beklatschen. Yeah. Ja, prima. Dann kann die Regierung ja endlich wieder neue kriminelle Maskendeals aushandeln. Super. Endlich wieder Steuergelder verschwenden. Dieses Mal vielleicht für 10 Euro das Stück? Sie wissen schon, gestiegener Strom- und Gaspreis, Inflation, naja, Sie wissen schon, alles wegen dem Ukraine-Krieg. Putin ist halt schuld. Was für eine Verschwendung von Steuergeldern und Ressourcen. Und vor allem, was für eine Umweltverschmutzung. Hey, ihr Klimafaschisten, Aktivisten. Hey, Greta, ihr ganzen Superhelden der letzten Generation. Wo seid ihr, wenn man euch mal braucht? Klebt euch doch mal deswegen an die Türen vom Reichstag oder zementiert eure Hände auf der Straße vor der Einfahrt zum Kanzleramt. Das wäre doch mal was. Ich spendiere euch auch Sekundenkleber und Zement. Also, ich sage es jetzt nur äußerst ungerne. Satire off. Also ich bin ja jetzt auch eine Expertin geworden und ich biete meinen Dienst der Bundesregierung testweise heute kostenfrei an. Ich habe für die Bundesregierung einen grandiosen Expertenvorschlag, habe lange darüber nachgedacht und lange recherchiert und kam zu folgendem Schluss. Statt 800 Millionen Masken zu verbrennen, könnte man sie doch noch für das verwenden, für das, wofür sie eigentlich mal gedacht waren. Also, bevor sie aberwitzig als Antivirenschutzfänger umdeklariert wurden, um die damals vom Wickeltisch geplumpsten zum Narren zu halten. Verwenden wir sie doch ganz einfach wieder als das, was sie in Wirklichkeit sind. Staubschutzmasken für Handwerker, die man übrigens nach Gebrauchsanweisung nicht länger als 30 Minuten am Stück tragen durfte. Weil länger ohne lange Pause ist es gesundheitsschädlich. So, und die brauchen dann auch kein ominöses Haltbarkeitsdatum. Apropos Haltbarkeitsdatum. Diese gesamte Regierung ist längst so weit über dem Ablaufdatum. Ich wäre ja dafür, dass sich die komplette Regierung in diesem Zuge dieser Millionenmasken einfach gleich mitentsorgt. Und das Infektionsschutzgesetz, das legen wir gleich auch noch mit drauf. Ich weiß gar nicht, wessen Rücktritt ich als erstes herbeisehen soll. Die Auswahl ist einfach viel zu groß. Was meinen meine Zuschauer und Zuschauerinnen dazu? Das ist doch nach diesen katastrophalen 2,5 Jahren längst überfällig, oder? So, das musste mal gesagt werden. Herzliche Grüße an die Facebook-Zensurabteilung. Mein Beitrag basiert wie immer auf Artikel 5 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland. Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten. Eine Zensur findet nicht statt. Dankeschön. Vielen Dank fürs Zuschauen. Gehen Sie montags und wann auch immer es geht auf die Straßen. Wenn Ihnen mein Beitrag gefallen hat, lassen Sie mir doch bitte ein Gefällt mir auf meiner Facebook-Seite und abonnieren Sie auch meine anderen Kanäle.
Wenn Ihnen meine Arbeit gefällt, können Sie meine Arbeit mit einer Kleinspende finanziell unterstützen. Dankeschön. Alle Links und auch Links zu den Montagsterminen finden Sie im Beitragstext. Kommen Sie auch in unser eigenes, unabhängiges, zensur- und kostenfreies Netzwerk auf www.lovestorm-people.com/network. Solche Videos müssen dringend verbreitet werden. Ich und viele andere machen weiter, bis es der Letzte endlich verstanden hat. Vielen Dank fürs Teilen. Alles Gute Ihnen und bis bald. Hallo liebe Zuschauer. In diesem Video stelle ich dir unser eigenes soziales Netzwerk von Lovestorm People vor. Unser Ziel ist es, Menschen durch unser Netzwerk wieder zu einer echten sozialen Gemeinschaft zu verbinden, systemgewollte Spaltungen wieder aufzuheben und Menschen mit unterschiedlicher Gesinnung nicht per technischen Algorithmen zu trennen. Wir möchten uns nach vorne gerichtet, lösungsorientierter miteinander vernetzen, von Mensch zu Mensch. Möchtest du dich auch menschlicher vernetzen? Bist du auch die systemgewollte Kontrolle, die Datensammelwut und das politisch motivierte Zensieren und Sperren in anderen Netzwerken leid? Dann erstelle dir dein kostenloses Profil bei uns. Erstelle deine eigenen Beiträge, teile sie direkt von uns aus zu Facebook, Twitter, WhatsApp, Pinterest oder zu Telegram. Erstelle deine eigene Seite und Gruppe oder wie wäre es mit deinem eigenen Blog bei uns? Erstelle deine eigenen Veranstaltungen oder Demonstrationen und erreiche mehr Menschen. Lade deine eigenen Bilder, Fotoalben, Dateien oder Musik hoch, hinterlasse Freunden eine nette Sprachnachricht, chatte in privaten Chats oder wie wäre es mit einem Gedicht mit passendem Beitragshintergrund? Starte deine eigene Umfrage, verkaufe auf unserem Markt private Dinge, außerdem warten viele kostenlose Browser-Games und spannende, aufklärende Filme auf dich. Einen augenschonenden Nachtmodus findest du außerdem unter vielen Einstellungsmöglichkeiten. Finde neue Freunde, steig aus dem ausbeutenden System aus und komm zu uns ins Netzwerk. Lovestorm People. Ein Netzwerk von uns für uns. Wir freuen uns sehr auf dich.